Mission fortsetzen. Stoßen Sie an den Ring zu mir, um die Energiesignatur der Lade zu scannen. Vollpilot, los, bereit machen, Männer! Zu den Ringen entdeckt und auf ihrem Hub markiert. Die verbliebenen Sicherheitssysteme sind angesichts ihres Verhaltens in der Vergangenheit auch in der Gegenwart nicht gut auf uns zu sprechen. Signatur der Lade zu scannen. Ich habe die Steuerung für die Brücke zu den Ringen entdeckt und auf ihrem Hub markiert. Die verbliebenen Sicherheitssysteme sind angesichts ihres Verhaltens in der Vergangenheit auch in der Gegenwart nicht gut auf uns zu sprechen.
Ich habe die Steuerung der Brücke auf Ihrem HUD markiert. Fahren Sie die Brücke aus, bevor die Testumgebung der Faltwaffe explodiert. Verbliebenen Sicherheitssysteme sind angesichts ihres Verhaltens in der Vergangenheit auch in der Gegenwart nicht gut auf uns zu sprechen. Steuerung der Brücke auf Ihrem HUD markiert. Fahren Sie die Brücke aus, bevor die Testumgebung der Faltwaffe explodiert. Für die Brücke zu den Ringen entdeckt und auf ihrem HUD markiert. Die verbliebenen Sicherheitssysteme sind angesichts ihres Verhaltens in der Vergangenheit auch in der Gegenwart nicht gut auf uns zu sprechen. Fahren Sie die Brücke aus, bevor die Testumgebung der Faltwaffe explodiert. Feindheiten zerstört. Feindheiten zerstört. Starten Sie den Test los! Verstanden. Der Eindringling darf die Lade unter keinen Umständen erreichen.
aktiv. BT? Arbeit, Pilot. Scan abgeschlossen. Laut Anderson hat die IMC vor, den Milizplaneten Harmony mit einer effizienteren Version dieser Waffe zu zerstören. Cooper, unsere Reise ist noch lange nicht vorbei. Die Flotte braucht diese Daten. Ist tot. Doch wenn wir den Kontakt mit der Flotte wiederherstellen, können wir seine Mission abschließen. Der Interstellarsender dort kommt wie gerufen. Und wenn wir nicht rechtzeitig dort sind? 40 Millionen Seelen auf dem Planeten Harmony sind verloren. Wir müssen SRS-Commander Sarah Briggs informieren. Pilot, der Sender ist genau vor uns. Scans melden minimalen Energiefluss. Reparaturen werden nötig sein. Mehrere Kontakte in 300 Metern Entfernung. Feindkontakt bestätigt. Die Stalker haben offenbar Befehl, den Kontrollraum zu attackieren. Der Nebel enthält Spuren giftiger Chemikalien. Was ist das für Nebel? Scan. Der Bodennebel ist ein toxisches Nebenprodukt des Senders. Ich empfehle Ihnen, ab einem Grenzwert von 1 ppm Wolfram-Hexafluorid Schutz im Cockpit zu suchen. Einsteigen. Wir brechen auf, Pilot. Pilotensteuerung. Pilot, im Kontrollraum des Senders halten sich Milizeinheiten auf. Sie senden ein Notsignal. Ich stelle durch. Hey da draußen, Pilot! Hören Sie uns! Wir könnten hier ein bisschen Hilfe brauchen! Der Captain Cole vom 3. Grenadierregiment wird von Stalkern überrannt, brauchen Unterstützung! Ich
Ich empfehle, wir helfen bei der Neutralisierung dieser Stalker und nehmen dann direkten Kontakt mit den Milizschützen auf. Taktische Option, niedertrampeln. Mein 40-Tonnen-Chassis kann kleinere Gegner zerquetschen. Bedrohung neutralisiert. Gute Arbeit. Der Sieg hat unsere Kampfleistungsbewertung erhöht. BT-7274 an Miliztruppen. Alle Bedrohungen wurden eliminiert. Wir haben uns den Arsch gerettet. Die Stalker waren einfach nicht tot zu kriegen. Dann hätten wir nicht mehr durchgehalten. Wir öffnen jetzt die Sprengtüren. Kommen Sie rein. Captain, wie ist der Status des Senders? Der Strom ist ausgefallen. Wir haben keine Kontrolle über den Sender. Wir brauchen so ein Teil, um das System wieder in Gang zu bringen, aber das hier ist kaputt. Gerät, Elektrotool. Funktion, erzeugt bis zu 5 Megajoule Energie. Ja, ja, schon klar. Eine Reparatur? Geht nicht, haben wir schon versucht. Laut unserer Sensoren liegt im Umspannwerk noch eins, aber da kommen wir nicht runter. Dieser Laden wurde einfach nicht für Menschen gebaut. Verstanden. Pilot Cooper, ich rate im Umspannwerk dieser Anlage zu höchster Vorsicht. Sie müssen das Elektrotool bergen. Viel Glück, Sir. Wir haben da unten schon zu viele Männer verloren. Demeter war ein großer Sieg für uns. Warum fühlt es sich nicht so an? Weil auf Demeter nur etwa ein Drittel der gesamten IMC-Flotte im Grenzland stattfindet. Viel Glück, Pilot. Trotzdem, jeder sieht's selbst.